Hallo Afrops, willkommen im Laufbestandstudio von Bluebricks. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Heute geht es wieder um mein Lieblingsthema, schnittige Renne. Schnittige Flitzer, jawohl. Ein schickes, gelb-schwarzes... Bluebricks Special. Genau. Ein Auto, ich glaube, aus Adrians Feder, aus Adrians Noppenstein-Schmiede. 1 zu 18 ungefähr im Maßstab. Ein klassischer US-Sportwagen, würde ich sagen. Mit richtig Power. Du weißt mir, was mir direkt aufgefallen ist? Bei uns hättet ihr keine Chance beim TÜV. Weil? Weil die Räder hinten einfach aus dem Radkasten zu weit rausgucken. Dürfen Sie das nicht? Ich finde das recht cool. Und ich würde das privat auch so fahren. Aber der TÜV mag das nicht? Das ist haarscharf. Ich weiß nicht, okay, wie es in den USA ist, wo die Dinger öfters vielleicht mal unterwegs sind. Der hat auch nur einen Außenspiegel. Ich meine, das war 60er, 70er, das 80er. War das ja noch so? Das ist in Ordnung, ja? Das lasse ich gelten. Aber so rein optisch ist das ein sehr, sehr schönes Auto. Also sehr, sehr... Von unten simpel, schwarz, stabil. Mhm. Von vorne mit den Scheinwerfern finde ich sehr schön. Also die Form ist sehr, sehr markant. Das ist schön. Geht da was? Darf ich mal gucken? Da geht was, ja. Probier. Ich weiß noch nicht, wo. Hier oben, hier unten? Ein bisschen weiter innen. Du weißt, ich mache immer gerne kaputt. Du musst Marco, kannst du das aufmachen, bitte? Hier geht's auf. Also du musst ein bisschen weiter nach innen. Ach, das hier vorne gehört nicht dazu. Das okay. Da vorne gehört nicht dazu, nee. Ich muss gestehen, ich habe schon gespickt. Ich habe geguckt, wo es aufgeht. Hast du schon gesucht, wo der Motor ist? Ja, dass der vorne ist, habe ich mir schon gedacht. Aber wie man an den Motor rankommt, das sieht doch schnell schlecht aus. Da ist ordentlich Power drin. Der sieht sogar sehr gut aus. Könnte sein, dass er da auch immer sich mehr einfallen lässt. Ja. Also das hier vorne mit diesem runde Teil, was auch immer das für ein Teil ist, ja, finde ich sehr gut da vorne. Mhm. Schön. Schick. Ja. Sieht nach ein bisschen Power aus. Ja. Und auch hier, dass mir so eine kleine kleines ein Zahnrad... Sieht aus wie eine Maya, gell? Dass mir so ein Zahnrad mit einbaut, so als... Radblende ist auch mal was anderes, finde ich. Das ist richtig. Warum vorne? Also hat der vorne schmälere Räder als hinten? Nein, doch. Nee. Nein, hat er nicht. Der hat nur hinten Tiefbettfelgen und vorne sind das mehr so... Okay, wenn du das sagst, ja. Nee, wir haben noch nie was von Tiefbettfelgen gehört. Nee. Also früher, wie ich noch jung war, du noch... noch ja. Als Kaulquapper im See geschwommen bist, ja. Da war nie der Querschnittreifen, das war so ein bisschen, das musste man haben. Also das okay. war schon cool. Sieht innen auch nett aus. Oh, die Sitze, ne? Auch mit dem Gelb hier, mit den gelben Ingots, mit den gelben Goldbarren quasi als Polster. Sehr schöne Schalensitze. So richtige Rennsitze reingebaut. Ein bisschen verstellbar, jawohl. Eine Gangschaltung hier mit so einem Querhebel. Auch das ist cool. Diese. Ja. Das Dach ist nicht abnehmbar. Aber du machst trotzdem. Ich müsste es dafür tatsächlich auseinandernehmen. Aber mal schauen. Ja, komm. Ah. Nö, das gilt doch schon fast als abnehmbar. Ja. Das ist auch was Neues. Wir haben das Dach hier vorne befestigt. Oft ist es ja so, dass die Scheibe nur so anlehnt. Hier haben wir eine Befestigung von vorne in die Mitte. Und dann geht das hier hinten rüber. Und hier hinten ist keine feste Verbindung, sondern hier wird es einfach nur reingeschoben, sodass es dann hält. Also, interessante Bauweise, Adrian. Da hast du dir wieder echt was einfallen lassen. Aber das ist gut, oder? Ja. Also, es ist besser, als ich es vor allen Dingen, weil du es vorne festmachen kannst. Ja, jetzt kann man auch mal reingucken. Mit hinten zwei Sitzchen. Das sind ja fast vollwertige Sitze da hinten sogar. Ja. Das heißt, du kannst ja fast mit vier Mann drin sitzen. Hier sieht man auch mal, die Bauweise, dass das hier auf so einer Hinge-Plate sitzt, weißt du, wie man hier diesen Winkel nach hinten hinbekommt, das ist schon echt hohe Kunst. Würde ich persönlich niemals designen können, sowas. Also da hört es bei mir mit den Winkeln, also mit der Befestigung illegal auf. Nee, das ist nicht illegal. Das ist ja auf einem... Weißt du, ob ich das rausziehen kann? Ich sehe es gerade nur. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuschauer so sehen. Ja, ich... Mach's nicht kaputt. Das ist so schön geworden, das Modell. Ja. Und du musst jetzt. Also, wir haben hier diese, das sieht man, erkennt man. Wir haben hier diese 1x2 Hingeplates, ja, an denen das so schräg befestigt ist. Also, illegal ist das nicht. Nein.
es funktioniert schon. Und nee, das ist auch keine, setzt die Teile auch keinen Stress aus. Sogenannten illegalen Bautechniken sind ja welche, die irgendwelche Teile Stress aussetzen können. Aha, ich habe mich noch nie mit, ich werfe hier mit Ausdrücke um mich und ich habe eigentlich nie so richtigen Plan, was illegale Bautechniken sind. Das ist auch nur sind. Das, dieser Begriff, der geistert seit Jahrzehnten, weil irgendjemand mal irgendeine Präsentation Lötchen gemacht hat. Vergessen wir es oder was? Genau. Gut. Erlaubt ist, was funktioniert und gefällt. So sieht's aus. Ja, schick. Finde ich richtig gut. Da hinten geht nichts? Da hinten geht nichts. Das okay. Da hinten ist, glaube ich, einfach stabil zu. Von hinten sieht er auch gut aus, finde ich. Also ich finde, das Ding sieht brutal aus. Auch mit den beiden riesigen Auspuffrohren da hinten. Das Komplette, also diese breiten Räder, ja, weil die einfach überstehen. Früher hat mir extra noch Distanzstücke dazwischen gemacht. Das hatte ich bei, kann ich mich erinnern, ich habe Distanzscheiben dazwischen gemacht. Das sah richtig gut aus, ich konnte nur nicht mehr schlängen. Ja, das ist verjährt. Das ist verjährt. So, jetzt habe ich hier aber einen Teil. Frage. Ansonsten optisch wirklich sehr, sehr gelungen. Dieses Gelb-Schwarze gefällt mir gut. Dass die Sitze noch in demselben Farbschema gemacht sind, toll. Ja. Soll ich weiterreden, weil du es kaputt gemacht hast, oder was? Du liest mal die Setcard vor und ich gucke, dass ich das wieder zusammengebaut bekomme. Okay, das ist der klassische gelbe US-Sportwagen von Blue Bricks. Die 103905 mit 1072 Teile, 47,95, die Abmaße, Messungen, 31 cm lang, 12,5 cm breit, 9 cm hoch und jetzt auch wieder vorzeigbar. Jetzt auch wieder vorzeigbar. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ja, auch bei diesem Auto sind unsere neuen Curved Slopes Eckteile drin, aber nicht hier oben. Da, nur ganz hinten am Heck. So ganz dezent. Ja, aber auch da machen die richtig was her. Da machen sie richtig was her. Das Heck muss sich ja verjüngen und das tut es dann auch. Also hier zweimal nur verbaut. Schick. Also durch die Fummelei hast du natürlich, das sieht ja aus, als ob ich es gebaut hätte. Ja, Stichwort Displaymodell. Es hält, aber ich soll es nicht unbedingt an der Stelle anfassen. Und da ich das Dach abgerupft habe, musste ich es ja auch wieder ganz machen. Ja, aber was heißt Displaymodell? Das Auto fährt, das Auto rollt, du kannst die Türen aufmachen. Ja. Und die Türschalen in der Mitte sind ganz cool gemacht hier mit Telefonhörer und so weiter und ja, riesen Ablagefächer. Das ist schön. Das ist cool. Oh, das habe ich. Das gehört natürlich hier so außen ran. So. Was ich hier noch stehen habe, der kommt bald. Ein weiteres 1:18er Modell. So eine Zugmaschine. Ja, aber das ist kein 1:18er Modell. Nicht? Nee. Der müsste ein bisschen größer sein. Ja, stimmt. Okay, der müsste noch ein Tick größer sein. Also den lasse ich dann vielleicht. Ist der so bei 1:20. Den lasse ich bei 24, lasse ich den vielleicht mal so. Ja, ja, meinst du? Okay. 24 bis. Ja, okay. 24. Na gut, stimmt. Der ist schon breiter. Ja. Ja, der hat auch innen drin einiges zu bieten. Das gucken wir uns aber an, wenn er eingetroffen ist und wir ein Produktvideo dazu haben. Ja, aber das hier, ich finde den jetzt schön. Ja, ist in Ordnung. Kann der weg. Ja, wollten wir nur mal zeigen. Nee, aber das ist nett, dass ich hier mal gucken durfte. Na klar. Ja, und so, für heute warst du es damit auch schon wieder aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man ja nie genug haben. Vor allem ja Autos kann man ja nie genug haben. Also die wir in letzter Zeit rausgemacht haben, das sind wirklich ein Brille nach dem anderen, finde ich. Also, freut mich, dass sie dir gefallen. Ja. Cool, oder? Ja, demnächst gibt es noch mehr, auch noch mehr Automodelle, versprochen. Ja, da freue ich mich drauf, Und wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Ja. Ciao. Aber das sieht gut aus, das Ding. Diese kleine Heckspoiler hier da. Ja. Diese. Und auch hier, weißt du, andere Leute kleben Sticker auf. Wir machen diese schwarze Linie halt dann einfach Brickbuild. Das hier hinten war früher immer aus Gummi, weißt du das so? Hartgummi. Ja, okay.